Псалом 4, 8 стих я хочу дать тебе сегодня. Weißt du, ich möchte dir heute den Psalm 9 die mitgeben. Смотри, как здесь Давид говорит. Schau mal, wie der David hier spricht. Аллилуйя. Аллилуйя. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, один даешь мне жить без опасности. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Sicher. Скажи, sicher. Sag mit mir sicher. Sicher. В безопасности. In Sicherheit. Один Господь дает тебе жить. Allein der Herr gibt dir das Leben. Да, воздадим Богу славу. Lass uns mal eine große Ehre. Geh in Frieden schlafen. Даже если кошелька нету. Auch wenn ich kein Geldbeutel da habe. Верен Бог. Der Gott ist treu. Он обещал тебе. Er versprach dir. Быть с тобой, охранять. Идти zusammen zu sein und dich zu beschützen. И он верен. Und er ist treu. Верен обещавший. Der verspricht, der ist treu. Один 92-летний дедушка. Ein 92-jähriger Opa. Встретил 88-летнюю бабушку. Hat eine 88-jährige Oma getroffen. И они так сильно полюбили друг друга. Und die haben sich so sehr verliebt. Что они решили пожениться. Dass sie beschlossen haben, sich zu heiraten. Дедушка решил подарить бабушке цветы. Und der Opa hat beschlossen, der Oma die Blumen zu schenken. Сделал ей предложение. Und hat ihr einen Antrag gemacht. И она согласилась. Und sie hat zugestimmt. И так как дело было в преклонном возрасте, und weil sie schon ziemlich alt waren, они решили не откладывать надолго. Also sie wollten das nicht auf die lange Bank schieben. И через две недели у них уже был термин в ЗАГСе. Und in zwei Wochen hatten sie schon einen Termin gehabt im Einwohnermeldeamt. Im Standesamt. И тут у дедушки произошел частичный провал памяти. Und plötzlich bekommt der Opa so einen Teil, also er verliert einen Teil von seinem Gedächtnis. Он помнил, что полюбил бабушку. Also er konnte sich erinnern, dass er sich verliebt hat in diese Oma. Он помнил, что он сделал ей предложение. Er wusste, dass er ihr einen Antrag gestellt hat. Но он не мог вспомнить, что она ответила. Aber er konnte sich nicht mehr erinnern, was sie ihm geantwortet hat. Да или нет? Ja oder nein? И он был в растерянности. Und er war verwirrt. И не знал, что же ему делать теперь. Und er wusste nicht, was er jetzt tun soll. Время шло. Die Zeit ging vorbei. И он решил сделать по-честному. Und er wollte einfach ehrlich handeln. Он позвонил бабушке. Er hat die Oma angerufen. И спросил. Und fragte sie. Дорогая. Meine Liebe. Со мной что-то случилось. Mit mir stimmt was nicht. Mit mir ist was passiert. Я хорошо помню. Ich kann mich sehr gut erinnern, что полюбил тебя. Dass ich mich in dich verliebt habe. Что я дарил тебе цветы. Dass ich dir Blumen geschenkt habe. Aber ich kann mich nicht erinnern, ты мне ответила, да или нет? Ob du mir ja oder nein gesagt hast. О, как хорошо, что ты мне позвонил. Und die Oma sagt, oh, das ist so gut, dass du mich angerufen сказала hast. Бабушка. Sagte die Oma. Я тоже помню. Ich kann mich auch erinnern. Что сказала да. Dass ich ja gesagt habe. Но не помню кому. Aber ich wusste nicht wem. Дура, если Бог обещал. Weißt du, wenn der Gott sagt, wenn der Gott was verspricht, он не забыл обещанного. Er wird das Versprochene nicht vergessen. И он помнит, кому он обещал. Und er erinnert sich auch, wem er was versprochen. Meine Freunde, es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, то, что мы ему обещали. Dass wir ihm versprochen haben. Бывает, что мы забываем. Es passiert oftmals, dass wir vergessen, was wir ihm versprochen haben. И Господь не забывает. Aber der Herr vergisst das selber nicht. И тема моя сегодня, она такая простая. Und mein Thema ist heute ganz einfach. Твое призвание. Deine Berufung. Это твоя безопасность. Ist deine Sicherheit. Твоя безопасность. Deine Sicherheit. В твоем призвании. Deine Sicherheit liegt in deiner Berufung. Гарантия. Das ist eine Garantie. Твоей безопасности. Das ist eine Garantie für deine Sicherheit. Деяния 16 глава, 29 стих. Апостолгеschichten 16, 29. Одну историю очень стрессовую. Erzählt uns über eine sehr stressige Situation. И там была паника. Und dort gab es richtig Panik. Паника. Eine richtige Panik. Знаешь, что такое паника? Weißt du, was Panik bedeutet? Это отсутствие трезвого взгляда. Das ist das Fehlen von dem nüchternen Blick. Это тот момент, когда ты в 5 утра просыпаешься, потому что будильник звенит. Das ist der Moment, wo du um 5 Uhr aufwachst, wenn dein Wecker bewegt.
oder klingelt. Особенно если будильник громкий. Besonders wenn der Wecker so richtig laut ist und dann plötzlich schreckst du auf. Это первые секунды паники. Also die ersten Sekunden hast du Panik. Нет трезвого взгляда. Also man hat keinen vernünftigen Blick oder einen. И вот здесь Павла и Сила побили. Also hier wurde der Paulus und der Silas zusammengeschlagen. И посадили в тюрьму. Und man hat sie ins Gefängnis geworfen. И они сидят в тюрьме. Und sie sitzen im Kerker. И написано, что они поя, то есть пели. Also steht geschrieben, dass sie gesungen haben. Господу. Sie haben Gott gesungen. Молясь, воспевали Господа. Sie haben gebetet und haben Gott gelobt im Gesang. Как раз вот здесь была их сила. Genau da steckte ihre Kraft. Сила во время паники сохранять спокойствие. Also die Kraft in Panik, die Ruhe zu bewahren. Самообладание. Selbstbeherrschung. Находится в молитве. Ist in Gebet versteckt. Находится в прославлении Господа. Das ist im Lobpreis dem Herrn gegeben. Когда ты славишь Господа. Wenn du Gott lobst. Несмотря на то, что глаза твои видят. Obwohl, abgesehen davon, was deine Augen sehen. Ситуация какая-то стрессовая. Oder irgendeine stressige Situation. Начинай петь правильные песни. Dann fange an, richtige Lieder zu singen. Nee, песни, oh, как страшно. Und nicht solche Lieder wie, oh, ich hab so Angst. No, слава тебе, Господь. Sondern, Ehre sei dir, Herr. И правильно молиться. Und richtig zu beten. Не ныть. Nicht jammern. Но благодари. Sondern danken. Это то, что делали Павел и Сила. Das ist das, was der Paulus und Silas getan haben. И Господь смотрел на этих любимых его людей. Und der Herr schaute auf seine Lieblingsleute runter. И он не мог остаться просто бездействием. Und er konnte einfach nicht nur tatenlos zusehen. И произошло землетрясение. Und es kam ein Erdbeben. И этот стражник, он проснулся. Und dieser Kerkermeister, der ist aufgewacht. И он видел, что землетрясение, он думал, что узники убежали и решил себя. Und er sah, dass das Erdbeben passierte und dachte, dass die ganzen Gefangenen weggeflohen sind. Поскольку он был в Риме, это была Римская империя. Also war das ein römischer Reich damals war, und es war in Rom. Если бы убежали узники, тебе голову отрежут на следующее утро уже. Also wenn deine Gefangenen weggeflohen sind, dann wirst du am nächsten Morgen geköpft als Gefängniskerkermeister. И он всех решил опередить сам себя. Und er wollte alle selbst überholen. Но Павел закричал: «Не делай себе никакого зла!» Aber der Paulus rief zu ihm mit lauter Stimme: «Tu dir kein Leid zu!» Мы все здесь! Denn wir sind alle hier. Вот это задача христиан. Das ist die Aufgabe von Christen. Спасать людей в панических ситуациях. Die Menschen zu retten, wenn sie in panischen Situationen sind. Говорить им: «Не делай себе зла!» Ihnen zu sagen: «Tu dir kein Leid an!» Эй, все под контролем! Es ist alles unter Kontrolle. И вот этот человек, он услышал, что не делайте никакого зла, мы все здесь, он кричит, он прибегает. Also dieser Mensch, der sagt, tu dir kein Leid an, der kommt dahin. Потребовал огня, бежал в темницу. Also der kam, dieser Kerkermeister, der kam dahin in dieser Kerker und hat um Feuer gebeten, um Licht. И в трепете припал Павлу и Силу. Und sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. И выведя их вон. Und führte sie heraus und sagte: Государи мои. Ihr Herr. Государи мои. Ihr Herr. Раньше это были просто каторжники какие-то, зэки. Also früher waren das nur bloß die Gefangenen. Государи. Und jetzt plötzlich sind sie die Herren. Что мне делать, что? Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Вот человек в стрессе. Das ist ein Mensch, der im Stress sich befindet. Он дрожал. Also er zitterte sogar vor Stress. И Павел дает ему правильный ответ. Und der Paulus gibt ihm eine richtige Antwort. Знаешь, когда тебе кто-то говорит: «О, что делать?» Weißt du, wenn zu dir jemand sagt: «Was soll ich denn tun?» Здоровья нет. Ich habe keine Gesundheit. Денег нет. Ich habe kein Geld. Работы нет. Ich habe keinen Job. Жена ушла. Meine Frau ist mir vom Leben gegangen. Und so weiter und so fort. Что делать? Was soll ich denn tun? Что мы ответим? Was werden wir antworten? Веруй в Господа Иисуса. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Это хороший ответ. Das ist eine sehr gute Antwort. Аллилуйя. Это то, что мы отвечаем людям в стрессе. Das ist das, was wir den Menschen in Panik-Situationen antworten. Открыть им выход. Ihnen einen Ausweg zeigen. Halleluja. Halleluja. И как хорошо, если есть рядом человек, духовный человек. Und es ist so gut, wenn ein Mensch neben dran ist, ein geistlicher Mensch. Который может сказать: «Эй, эй, эй, успокойся». Der zu dir sagen kann: «Hey, hey, beruhige dich». Не делай себе никакого зла. Tu dir kein Leid an. Мы в отчаянных ситуациях бываем. Wir sind oftmals in solchen ausweglosen Situationen. Но Павел говорит: «Не отчаиваемся». Aber der Paulus sagt: «Wir verzagen uns nicht». Мы не отчаиваемся. Wir verzagen uns nicht. И христиане в Духе Святом — это уравновешенные люди. Also die Christen im Heiligen Geist, das sind Menschen, die in Gleichgewicht sind.
абсолютно сбалансированные люди. Как мы не супермены, нет. Но когда приходит паника, мы молимся. И приходим в покой. Аллилуйя. Люди будут бояться все больше и больше. Weißt du, die Menschen werden immer mehr und mehr Angst haben. Люди боятся конца света. Die Menschen haben Angst vor Ende der Welt. Люди боятся своей смерти. Die Menschen haben Angst vor ihrem eigenen Tod. Я бываю на похоронах у разных людей. Ich bin oftmals auf den Beerdigungen von verschiedenen Menschen. Я вижу разницу, огромную разницу. Und ich sehe einen riesen Unterschied. Когда хоронят верующего человека. Wenn man einen gläubigen Menschen begräbt. И находятся христиане на похоронах. Und die Christen sind auf dem Begräbnis. Или если хоронят атеисты. Oder wenn man einen Atheisten begräbt. Огромнейшая разница. Es ist ein riesen Unterschied zwischen den Menschen. У христиан на похоронах царствует покой. Bei den Christen auf dem Begräbnis herrscht eine Ruhe. Мир. Und Frieden. И там, где атеисты хоронят. Und wo man einen Atheisten begräbt. Я вообще туда вот с таким трудом иду. Also ich gehe dorthin mit solchen Schwierigkeiten. Там такая безнадега. Denn dort ist so eine Ausweglosigkeit. Там просто дыра. Dort ist einfach nur ein Loch. Пустота. Nur eine Leere. Все, души нет. Все. Es gibt keine Seele mehr. Человека нет. Все. Den Menschen gibt es nicht mehr. Schluss aus. И они все оттуда бегут как можно скорее. Und die rennen so schnell wie möglich dort weg. Ну, потому что кому-то хочется безнадега. Denn wer möchte von uns also eine Ausweglosigkeit haben? Und sie wollen gar nicht mal sich die Gedanken machen darüber. Das macht Angst. Also für einen Menschen, der Gott nicht kennt. Aber der Mensch, der Gott kennt. Er weiß, dass es nur einfach eine Tür ist. Das ist eine Tür und ich sage zu den Menschen Tschüss. Через некоторое время встретимся. Wir werden in bestimmten Zeit wiedersehen. Also wir haben uns jetzt nur für eine bestimmte Zeit verabschiedet. Wir werden uns bald wiedersehen. Halleluja. Это то, что отличает нас. Das ist das, was uns unterscheidet. Люди боятся. Die Menschen haben Angst. Мы нет. Wir aber nicht. Нет. Nein. Нет. Nein. Нет. Нам Бог не дал духа страха. Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben. Но духа силы. Sondern den Geist der Kraft und der Liebe. И баланс. Und der Balance. И время такое, что будет все больше и больше разных катаклизмов. Und es ist so eine Zeit, die auf uns zukommt, dass noch mehr Naturkatastrophen auf uns zukommen werden. Земля на родовых схватках. Also die Erde befindet sich in Geburtswehen. Родовые схватки. In Geburtswehen. Все чаще и чаще. Noch mehr und noch mehr. Перед пришествием Иисуса Христа. Vor dem Kommen von Jesus Christus. Схватки будут все больше и больше. Werden noch mehr und noch mehr sein. Об этом говорится в Библии. Davon wird in Bibel gesprochen. Если раньше одно землетрясение в 100 лет было. Wenn früher nur ein Erdbeben innerhalb von 100 Jahren nur war. Сейчас 100 землетрясений в год. Dann sind heutzutage 100 Erdbeben in 100 Jahren. Ливни такие, что сила проливная этих, она просто смывает все на свет. Also es kommt so ein Regen vom Himmel, dass es alles aus dem Weg wegspült. То, что мы видели недавно. Und das, was wir vor kurzem gesehen haben. Град, который падает, как куриное яйцо. Also der Hagel, der vom Himmel kommt, wie ein Ei. Такого не было. So was gab's früher nicht. В такой частоте. Und in so eine Häufigkeit. И люди боятся. Und die Menschen haben Angst. Это только начало. Das ist nur der Anfang. Но, знаешь, Бог держит все под контролем. Aber weißt du, Gott hält alles unter seinem Kontrolle. Он Альфа и Омега. Er ist der Alpha und der Omega. Он начало и конец. Er ist das Anfang und das Ende. Он сотворил небо и землю. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen. И держит все в своей руке. Und hält alles in seiner Hand. Господь такой гениальный. Unser Herr ist so genial. Я в среду рассказывал этот вопрос. Ich habe am Mittwoch erzählt. О том, что Земля должна. Darüber, dass die Erde. Должна оставаться на своей орбите. Also muss auf ihrem Umlaufbahn sein. Если она сдвинется хотя бы влево или вправо, на чуть-чуть. Wenn sie ein bisschen nach links oder nach rechts verschoben wird. От Солнца дальше или ближе. Also ein bisschen weiter oder näher zur Sonne. То она либо сгорит, либо замерзнет. Dann wird sie entweder verbrennen oder komplett erfrieren. И погрешность вот этого отклонения. Und diese Abweichung. Отклонение налево или направо. Und diese Abweichung von nach links oder nach rechts. Существует только в таком размере. Gibt es nur in so einem Maß. Послушай. Hör zu bitte genau. 150 километров. 150 Kilometer. 3 миллиметра. Und nur 3 Millimeter. 3 миллиметра. 3 миллиметра. На 150 километров. 150 километров. Погрешность возможна. Ist ein Fehler oder eine Abweichung möglich? Чтобы Земля с орбиты своей сошла влево или вправо. Also,
damit sie runterkommt oder damit sie bleibt? Damit sie noch überlebt. Damit sie noch überlebt. Чтобы земля еще оставалась существовать. Damit die Erde noch existieren kann. Возможно, только 150 километров на 3 миллиметра. Also die Möglichkeit besteht nur auf 150 Kilometer nur 3 миллиметра. Иначе ее не будет просто. Ansonsten wird sie nicht existieren. Das Leben wird aufhören. Wow! Насколько точно Бог поместил землю на свою орбиту. Wie ganz genau Gott auf seine Laufbahn die Erde platziert hat. Луна, она улетела бы уже давным-давно. Also der Mond wäre schon längst weggeflogen. Если бы она была чуть-чуть дальше от Земли. Weil es ein bisschen weiter weg wäre von der Erde. Она вышла бы уже со своей орбиты. Also das wäre aus seiner Laufbahn rausgesprungen. Бог все разместил гениально, точно. Gott hat alles genial platziert und ganz genau richtig. А слушай, когда происходит гроза. Dazu, wenn ein Donner passiert. Donner, да. И мы привыкли учить в школе. Und wir sind gewohnt aus der Schule raus. Заряды, разряды. Dass die ganzen, протоны, dass die ganzen Elektrospannungen und Blitze. А сейчас устанавливается совсем другое. Aber jetzt wird was anderes festgestellt. Оказывается, в космосе. Wie sich festgestellt hat, dass im Kosmos, also im All, Gamma-вспышки. Es werden Gamma-Explosionen stattfinden. И эти гамма-вспышки, они происходят очень часто. Also, es passieren im All Gamma-Explosionen und sie passieren sehr oft. И были американские спутники. Und es waren dort amerikanische Satelliten. Которые должны были выслеживать ядерные взрывы или эксперименты в Советском Союзе. Die Atomexperimente in Sowjetunion ausspielen sollten. Ja, die должны были устанавливать там. Und sie mussten feststellen, wo das in Russland passierte. Русские сделали ядерное испытание. Denn die Russen haben die Atomversuche durchgeführt. И эти американские спутники, они засекли эти гамма-вспышки. Und diese amerikanischen Satelliten, die haben diese Gammastrahlen festgestellt. Которые далеко, далеко. Die so weit weg sind. Происходили там, в космосе. Also die waren dort ganz weit weg im All. И они по своей мощности превышают ядерный взрыв в миллион раз. Und sie sind so dermaßen mächtig, dass sie 100... Миллионы. Also Millionen mal stärker sind als eine Atombombe. Если бы они были чуть ближе. Also wenn sie ein bisschen näher wären zu der Erde. В Млечный путь попали бы хотя бы. Also die, wenn sie überhaupt in diese Milchstraße gelangen würden. Тогда бы Земле бы осталось жить всего лишь 22 секунды. Dann würde der Erde nur 22 Sekunden bleiben zu überleben. Genau 22 Sekunden. Dann würde sie wie ein Streichholz verbrennen. Одна гамма-вспышка. Nur ein Gamma-Explosion. Und dann ist die Erde nicht mehr da. Эти гамма-вспышки отражаются на Земле. Weißt du, diese Gamma-Explosionen, die spiegeln sich, oder die... Когда грозовые фронта. Also, die haben Einfluss auf die Erde. Wenn diese Donner passiert, wenn diese Blitze passieren. Они вызывают грозовые фронта. Also, die rufen hervor diesen Donner. Благодаря которым так меняется сейчас климат даже в Зале. So wie jetzt auch die Klima in unserem Saal sich verändert. Es kommt gleich eine Frische durch diesen Regen. Hat das dich nie so erstaunt? Dass so ein schwüler Tag, es ist so ein heißer Tag, und plötzlich kommt ein Blitz, und am Abend frierst du dich schon. Es ist schon kühl. Плотних. Бог сотворил всё так прекрасно. Was du Gott hat so wunderbar alles geschaffen. Здесь произошло. И что меня потрясает? Он вас mich erstaunt und bewundert. Что этот божественный гений? Dass dieser göttliche Genie. Он занят сегодня нами. Dass heute mit uns beschäftigt ist. Он не занят звёздами. Er ist nicht mit seinen Sternen beschäftigt, sondern er ist beschäftigt mit uns. Jesus sagt, eure ganzen Haare auf dem Kopf sind alle gezählt. Stell dir vor. Er ist mit uns beschäftigt. Jesus sagt, habt keine Angst. Er kennt dich. Und er liebt dich. Он не считает волосы так. Некоторые такие думают про Бога, что он так считает. Also manche denken über Gott, wie er die Haare so zählt. Грешник несчастный. О, du гениальный Сünder. Второй волос. Третий. Пока не полностью сеешь. Bis du kahl wirst. Бог любит нас. Gott liebt uns. Amen. Он держит твою жизнь в своей руке. Also er hält deine Hand in seiner Hand. Он заботится. Er hält dein Leben in seiner Hand und er kümmert sich um dich. Моя жизнь в его руке. Also mein Leben ist in seiner Hand. Я его дитя, он мой папа. Also ich bin sein Kind und er ist mein Papa. Поэтому нету страха. Deswegen habe ich keine Angst.
в твоей жизни, в моей жизни были разные моменты. Ja, in deinem und meinem Leben gab es verschiedene Momente. Правда? Nicht wahr? Когда мы могли испытывать ужасный страх. Wo wir hätten eine schreckliche Angst fühlen können. Aber aus welchem Grund gab es keine Angst? Когда-то в далекие времена перестройки. Zu der Zeit von Perestroika. В России был беспредел. Es gab ein richtigen Chaos in Russland, in Sowjetunion. И в Петербурге я стоял и проповедовал Евангелие. Und ich stand in Sankt Petersburg und habe Evangelium gepredigt. В магазине. Vor dem Supermarkt. Какой-то пьяница достал свою пистолет. Und ein Penner hat seine Pistole gezückt. В то время было возможно. Also zur damaligen Zeit war das auch möglich. Он достал und hat es rausgezogen und hat es auf mich gerichtet und sagte, was tust du mich hier predigen? Ich werde dich jetzt beseitigen. Und weißt du, ich hatte keine Angst gehabt. Also ich bin überhaupt kein Superman. Когда я тонул. Und, aber als ich sank. В Мексике тонул. In Mexico. В прошлом году. Letztes Jahr. Это реальная картина смерти. Also das war ein reales Bild vom Tod. Жизнь уже прошла как фильм. Also das Leben ging an mir vorbei wie ein Film. Но почему-то не было страха. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich keine Angst gehabt. Были только переживания. Es gab nur Sorgen. Ну а какую церковь? Ich habe mir gedacht, wie soll die Gemeinde um mich zurechtkommen? Как жена уедет отсюда? Wie wird meine Frau von Mexiko nach Deutschland wieder gelangen? Ohne mich. С гробником? Что-то не нравится мне эта идея. Also, mir gefällt diese Idee nicht, wenn sie mich transportiert in einen Kasten. Страха не было. Aber ich hatte keine Angst. Потому что Бог не дал нам духа страха. Weil Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben. Духа силы. Sondern den Geist der Kraft. Силы. Der Kraft. Это то, что отличает нас. Weißt du, das ist das, was uns unterscheidet. Не бойтесь. Hab keine Angst. Не бойтесь. Hab keine Angst. Библия полна этих слов. Не бойтесь. Die Bibel ist voller solche Worte. Hab keine Angst. Один пророк, его зовут Джон Пол Джексон. Also ein Prophet, der heißt John Paul Jackson. Пол Джексон, он рассказывает. Er erzählte. Когда был дождь. Als es stark geregnet hat. И он ехал на хайвей в Америке. Und er fuhr auf dem highway in Amerika. И его машина попала в, пошла юзом. Also sein Auto wurde плötzlich, крутиться стал. Also sie fing an zu drehen sich. Schleudern. Also sie wurde geschleudert. И она попала своим багажником его машины. Und sie kam mit ihrem Kofferraum, also das Auto. Прямо под задние колеса грузовику. Genau unter die hinteren Räder von einem LKW. А там большие траки. Und das sind große Trucks dort. Огромные колеса. Also riesige Reifen dort. И его багажник влетел прямо в задние колеса. Und sein Kofferraum kam genau unter die Reifen von diesem LKW. И его просто выстрелили. Und man hat ihn einfach nur rausgeschossen. Его машина вылетела как шайба. Also sein Auto wie ein Puck wurde sie rausgeschossen. И он видит. Und er sieht, что машина летит прямо на водопровод. Dass sein Auto genau auf eine Wasserleitung schießt, also fliegt. И в другую же секунду. Und in derselben Sekunde. Его машина стоит на автобане. Bleibt plötzlich sein Auto auf der Autobahn. Машина стоит прямо на автобан. Also das Auto kam genau auf die Autobahn stehen. И он смотрит в зеркало заднего вида. Und er schaut in sein Hinterspiegel. Как люди бегут слева и справа. Wie die Menschen von links und rechts auf ihn zulaufen. Бегут к его машине. Also sie laufen zu seinem Auto. И кричат: «О Бог! О Бог!» Und schreien nur noch: «О Gott! О Бог!» И они подбегают к его машине прямо на колени, там в лужах стоят. Und sie liegen zu seinem Auto und knien dort genau in die ganzen Pfützen runter. И кричат: «О Бог!» Und schreien nur noch: «О Gott! О Gott! О Gott!» Und er geht einfach aus seinem Auto heraus und sagt, was ist los? Was schreit ihr hier rum? Und er sagt, hast du das nicht gesehen? Als dein Auto flog, твою машину с неба, рука с неба схватилась, поймала и поставила на автобан. Weißt du, dass es kam eine Hand vom Himmel herab, hat sie geschnappt und hat sie einfach hingestellt auf das Highway. Рука с неба была. Also eine Hand vom Himmel. И поставила твою машину на автобан. Und stellte dein Auto wieder auf die Highway. Я не каюсь там всегда. Богу нравится нас спасать. Weißt du, Gott gefällt es uns zu retten. Он держит твою жизнь в своей руке. Er hält dein Leben in seiner Hand. Он умеет спасать нас. Er kann uns retten. Amen. Исаия говорит. Исаия sagt uns. 12 глава, 2 стих. Kapitel 12:2. О, Исаия, он знал это. Исаия wusste das. Я говорит, Бог спасение мое. Sagt, Gott ist mein Heil. Буду надеяться на него. Ich will vertrauen.
И не стану бояться. Und ich lasse mich nicht grauen. Бог спасение. Gott ist mein Heil. Уповаю на Него. Ich hoffe auf ihn. И не боюсь. Und ich habe keine Angst. Скажи, не боюсь. Sag, ich habe keine Angst. Не боюсь. Ich habe keine Angst. Говори это. Sprich das. Чаще говори. Sprich das öfters raus. А мало ли, что там слышишь. Es ist egal, was du da hörst um dich herum. Мы можем сегодня много чего слышать. Und wir können heutzutage sehr viel hören. А я не боюсь. Aber ich habe keine Angst. У меня есть божественный телохранитель. Ich habe einen göttlichen Security, einen göttlichen Sicherheits. И столько раз это я видел. Oder Bodyguard. Ich habe so oft das schon mal gehört, gesehen. А сколько раз я этого не видел, а это происходило? Und wie viel mal sah ich das nicht, aber es ist geschehen. Сколько раз? Es wurde geschehen. Ты не знаешь, сколько раз тебя Бог хранит. Du weißt nicht mehr, du weißt selber nicht wahrscheinlich, wie viel Gott dich schon bewahrt hat. На воде одной меня Бог столько раз уже хранит. Gott hat mich aus Wasser so oft schon beschützt. А сколько на дорогах? Und wie viel auf den Straßen? Мы даже не знаем. Wir wissen das gar nicht. Как часто Бог хранил нас. Wie oft Gott uns bewahrt hat. Он бодрствует над нами. Er wacht über uns.